Hallihallo, da ist der Gusua. Ich habe jetzt einfach mal den Online-Mode gestartet. Ich habe keinen Plan, was passiert. Neuer Charakter, das sieht ja schon mal ziemlich geil aus. So, drücke zum Bearbeiten. Natürlich drücken wir erstmal Enter. Gucken wir mal. Er sieht ein bisschen swaggy aus. Ah, es ist schon ziemlich geil. Geschlecht natürlich, ja. Vererbung? Was? Ach nein, oder was? Ach, wie bitte? Ist ja ziemlich geil. Oh nee, er ist ja ziemlich dick. Oh nee, so ist... Ah! Ist ja krass, wie sich... Oh, Ich bin gerade ein bisschen... Ah. Nee, das ist wieder zu weiblich. Hier, guck mal, was er da für eine Lippe kriegt, Alter. Oder? Nee. Nee, das ist ein bisschen sehr... Ja, so. So ungefähr. Hautfarbe. Gucken wir mal. Oh, yeah. Nee. Auch nicht. Ah, das ist alles ein bisschen... Oh, das ist ein bisschen sehr krass. So, denke ich, ist das in Ordnung. Kann ich jetzt, denke ich mal... Ach so, zufällig könnte man so. Rechts drehen brauche ich nicht. So. Damit bin ich jetzt zufrieden. Und ich gehe jetzt mal... Ach so, zurück zum Menü. Genau. Gesichtszüge. Alter, was kann man ja alles verändern, Junge? Achso, ah, ich sehe gerade, da wird was verändert. Oh, das ist fast was viel, ey, was man da alles ändern kann. Stirn, Augen, Nase. Ich meine, nicht ganz ehrlich, ich sehe den Typen doch bestimmt eh nie, oder? Nasenprofil. Ah ja, da Stupsnase. Ja, Stupsnase reicht hier. Ja, egal. Das ist mir dann schon wieder fast zu viel. Hier Bekleidung, genau, darüber können wir reden. Stil Straße, na klar, Straße, der Ausbrecher. Ja, das sieht cool aus. Ne, den Hut nicht. Ah, das ist ein bisschen too much. Ach komm, egal. Nehmen wir den einfach mal. Geil. Werte. Welche Werte? Ah ja, okay, die Werte. Na, da habe ich ja natürlich noch nichts gemacht. So, bist du sicher, dass ich... Ja, den möchte ich verlassen. Oh Mann, sieht er cool aus. Er ist so ein geiler Hengst. Das passt zurück zu GTA. Das ist in Ordnung. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Und dies ist mein erstes Let's Play im Bereich GTA 5 für den PC. Also wenn ich jetzt da sitze und irgendwas gar nicht... Ja genau, also da macht das bitte, bitte, bitte. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was auch immer. Du kannst ja das und das machen. Nicht hier, du Vollpfosten, du Hurensohn, schreib das und das. Nein, sondern einfach nur, wenn ihr Tipps habt. Alter, den habe ich mir gut ausgesucht hier. So, jetzt. Ich weiß, dass ich da schnell laufen kann. Erstelle Spiel. Achso, okay, ja, ich kann irgendwie auch direkt über GTA selber aufnehmen. Ich will das aber erstmal... Achso, ja, okay. Ja, okay. So. Ich guck mal, weil wie gesagt, ich kenne mich null aus, aber ich sehe schon ziemlich geil aus. Ich kann springen. Oh, sieht die Person cool aus. So, jetzt brauche ich erstmal ein Auto. Und da guckt mal, da sehe ich da so ein blaues. Sieht ziemlich blau aus. Oh, ist das geil. Alter, die sehen ja alle so total geil aus. Und ich glaube, mit F kann ich rein. Ich kriege einen Anruf. Franklin! I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Okay. Also ich soll da jetzt hin. Okay. Aber ist das nicht... Ah, was? Oh. Ist das nicht... Oh, 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 ich glaube... Achso, nee, ich muss jetzt was weiter wegbleiben von den Bullen.
Weil ich da gerade... Genau, ich habe einen Stern. Alter, ist das schnell. Ey, ihr seid doch nicht normal. Ach so, nebenbei, ich habe ja gesagt, weil ich habe ja vorbestellt. Halte, cool. Ach so. Genau, geht nämlich darum. Ich werde garantiert das Radio auslassen müssen. Es kann also sein, dass ich jetzt gerade die letzten paar Sequenzen rausgenommen habe. Vom Ton her. Weil ich garantiert sonst Ärger kriege mit der GEMA. Oh, ist das Ding schnell. Ich muss... Ich muss abhauen. Ich habe Angst vor den Bullen und ich will das Auto aber auch nicht kaputt machen. Ihr kennt doch die Situation, oder? Ihr habt gerade bei so einem Spiel angefangen und wollt es nicht kaputt machen und seid ganz vorsichtig. Und dann am Ende, ach, scheiß drauf, egal. Da ist jetzt langsam mal der... Ja, genau, jetzt das Bullending hier weg. Also jetzt gucken wir aber mal ein bisschen was anderes. Yeah. Auf sowas stehe ich ja voll. Das ist ja voll meins, würde Guido sagen. Yeah, das ist cool. Extrem. Grafik natürlich sehr gut. Ich habe jetzt gar nicht wirklich was umgestellt. Also wirklich nur einfach Spaß haben. Ich denke, es geht auch noch mehr. Aber ich muss wirklich sagen dazu. Mein Rechner ist ja eigentlich nur fürs Schneiden sozusagen von mir gekauft worden. Dass ich halt eben wirklich einen halbwegs guten Prozessor habe, ordentlich Arbeitsspeicher drin und so weiter. Und die SSD halt. Grafikkarte müsste ich mal gucken. Also die ist jetzt auch nicht so mega schlecht, aber ich habe jetzt nicht extra gesagt, ey hier, ich bin hier der Hardcore-Spieler, ich brauche jetzt die und die. So ist es nicht. Weil ich das ja eben, wie gesagt, zuvor gar nicht dafür vorgesehen hatte. Dadurch, dass ich jetzt aber eine kleine Fame-Bitch auf YouTube werde. Oh, das war richtig knapp. Zieht's euch rein. Dadurch, ja, wie gesagt, man will ja natürlich dann auch seinen Kreis so ein bisschen erweitern. Und es gibt garantiert einige, die GTA sehen wollen. Und deswegen muss das halt eben auch dabei sein. Wow. Oh, ich bin so froh, dass ich hier noch nichts getroffen habe, ey. Das glaubt ihr mir gar nicht. Aber ich würde fast sagen, das ist eine Elektrokiste, weil das Ding ja hier so gar kein Motorengeräusch hat, sondern nur so ein Surren hat. So eine kleine Nähmaschine. Aber abgehen tut's wie so ein mittelgroßes Zöpfchen. Yeah, das ist der Style vom Guzua. So fährt der Guzua immer irgendwo lang. So, ich glaube, ich muss zu diesem S hin. Bumm. Ah, sollte ich eventuell die Kiste ihm abziehen? Und dann schön mit Wheelie irgendwo lang heizen, das wäre auch geil. So, da lang. Ah, ich finde das geil. Ich finde das geil. Ich glaube, ich freue mich auf die nächsten 2 Jahre. mit GTA. Oh, oh, oh. Yeah. Also, und dann ist... Oh, was fährt der da auch lang, ey? Wäre das eventuell clever, kurz davor die Kiste noch zu tauschen? Weil der mir ja eventuell Geld dafür geben könnte. Oder ist das vielleicht, das könnte ebenfalls sein, dass das noch Teil der normalen Mission ist. Also dass das sozusagen jetzt zwar online ist. Ich glaube, das ist sogar so. Kann ich hier rein? E, F. Jetzt mal... BBW. Big Beautiful Woman. Yeah, genau. Läuft bei dir. BBW. Oh, ich kann nicht mehr. Ah, jetzt. Na nun. Hey, what's up, Simeon? My dear boy. So good to see you. Aber das sind ja jetzt wirklich die... Das sind ja die... What we waiting for? Die Mission, die ich euch jetzt eigentlich nicht antun wollte. So. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Oh, Alter, der hat aber echt gesessen. Das ist verbessert worden. Alter, hat der gesessen. Ja, ja, genau. Kann ich die jetzt ausrauben? Ich weiß, diese Frage sollte man jetzt nicht stellen, aber... Komm, ich... Oh, nein, kein Stress. Ich habe sie nur, umgedreht. Ich möchte mich verstecken, ich will keinen Stress mit Bullen. Geht weg, bitte. Ha, haut ab.
Ich bin weg. Ich hab keinen Bock auf Cops. Ah, Mann, lauf doch endlich mal. Oh. Hier in den GT 50 oder was das ist hier? In den Porsche GT, Ford GT, so sieht das zumindest aus. So, jetzt ganz easy. Einfach mal hier abhauen. Weil wie gesagt, auf Bullen habe ich keinen Bock. Wenn ich V drücke, kannst du ins Menü. Oh, es ist so viel Info. So, einfach erstmal abhauen. Ah, da ist ein Bulle, wa? Ah, da. Hat keiner gesehen. Nein. Und schon wieder ist der Gusor voll dabei. Scheiße. Wut. Oh, ich habe schon 2 Sterne. Warum? Ja, schön. Ey, 2 Sterne. Ich habe gerade mal eine Oma berührt und jetzt ist ein Heli hinter mir her, oder was? Ihr wollt mir doch alle verarschen. Halt's Maul. Ja, das stresst mich gerade. Ich habe ja gar keinen Bock auf den Heli. Alter, kann ich den töten? Nee, kann ich nicht. Oh, was ist mit ihm? Oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's offiziell ziemlich Ärger und ich möchte hier weg. Alter, die schießen auf mich. Nun komm los. Zackig. Ja, schön. Haben sie mir erstmal eine Reifen geschossen. Na, herzlichen Dank, Alter. Ey, das ist ein teures Auto, ey. Hat alles mal Geld gekostet. Ich meine, nicht meins, aber das ist ja egal. Das ist nebensächlich. Oh, ich glaube, die Reifen sind mal richtig fertig. Ey, wisst ihr noch, dass ich gerade dabei war, eigentlich ganz chillig einen hier loszuballern? Und dann kommen die hier. Die Bullerei ist schuld für meine Kriminalität. Alter, oh, krass. Alter, der hat Wunden. Übel, Alter, das ist ja richtig heavy. Ja, ja, Ruhe. So, ja genau, hier so ein Mini-Cooper-Verschnitt. Boah, aber da bin ich jetzt echt positivst überrascht. Also wirklich... das muss ich sagen, das hätten sie ändern können. Ganz ehrlich, die hatten genug Zeit, um sowas zu ändern. Und zwar im Bereich bitte auf deutsche Sprache ändern. So. Achso, ich muss... Ich will mein Radio aus haben. Wie gesagt, ich will keinen Stress kriegen von wegen GEMA. Ein R8? Die werden wieder nicht. Er sieht auch ein bisschen... Hier, von vorne sieht er aus wie ein Boxster von Porsche. Nice Drift. Okay. Also von vorne echt wie so ein Boxer oder wie so ein Cayenne. So, geiles Ding. Ja, der quatscht. Also ich achte gar nicht drauf, was die erzählen. So. Alter, ich glaube... Alter, ich meine... Das ist schon ziemlich krass, wie lang der hier so rumballert. Also ich bin... ist schon ziemlich positiv hier jetzt, muss ich sagen. Oh, das war nicht positiv. Oh, jetzt wieder Ärger. Hängen die Bullen ab. Ja, machen wir. Raus. Ja, natürlich. Es steht ja auch gleich wieder... Ich habe gleich wieder einen Helikopter gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den auch hört, aber... Hat man ja gar keinen Bock drauf. Ein Ein-Mann-Zimmer. Reicht für mich. Ich hoffe, die kriegen mich nicht. So. Ah, ich wollte schon sagen, ist der Stern weg.
Nun macht weg den Stern da. Weil wenn ich hier stehe und angegriffen werde, ich glaube mit dem Mausrad kann man irgendwie was machen. Ja, ich bin unbewaffnet. Genau. Schlag mich nicht, ich bin unbewaffnet. Oh, bitte. Schnell, schnell, schnell. Oh, das konnte ich auch bei dem GTA 3 früher. Nee, GTA 2 nicht leiden. Dass das so ewig lange gedauert hat. Bitte, schnell. Oh, ich sehe, weiß was los, wenn ihr mal aufs Radar guckt, ey. Ich krieg Angst. Alter, ich komme mal dichter. So. Oh, komm, Sternchen, hör auf zu blinken. Jetzt ist er weg. Ah, endlich. So, okay. Dann kann ich jetzt hier hingehen. Hallo. Ach, ich war sogar direkt hier richtig, wa? Kann das sein? Die Hose sieht aber trotzdem irgendwie doch ein bisschen gay aus. Aber okay. Springen kann er. Oh. Ja. Ach, das war doch... Ja. Hier, zack, klettern und dann ist da hier gleich wieder volle Action. Ja. Ja. Ja, genau. Es gibt garantiert mega Stress hier. Hallo. Oh, das Auto sieht cool aus. Geht so? Ja, läuft. Und ja, gleich hier, die ist hier richtig die übelste Ballerei. Oh, hier kann man die... Oh, nee, dann heißt es wieder, ja, Sadist. Oh, ich kann wirklich die Katze treten. Bam, Alter. So, durchsuche die Garagen. Ja, okay, und dann gibt's hier gleich richtig Ärger. Da ist nix. Come on, man, let's get it before these fools get back. It got to be this other one. If that wasn't it. Da ist eine Couch. My powers of deduction is telling me it's right there. Und jetzt gibt's garantiert richtig auf den Sack, oder? Ja, da hinten sehe ich sie doch schon. Ain't no motherfucking bike in here, man. Ja. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this, motherfucker? Oh, shit! Ja, komm, gib mir die Knarre. So, tap. Achso, ja, ich... Ach, ja, stopp! Ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Oh, Deckung. Geiler Scheiß. So, das war, glaube ich, ein Headshot. Ich... Oh, ziemlich geil. Ah, ich muss wieder in Deckung hier. Kleinen Moment, gucken wir mal. Ich bin mal so einer. Ich mach mal ganz langsam und dann schön in Deckung bleiben und dann nach und nach alle abknallen. Achso, da. Und ich weiß, ich hab's ja mit der bei der Dings angefangen zu spielen. Bei der. Ah, da. Ich habe ja angefangen mit der PlayStation zu spielen und das ging gar nicht. Das ging irgendwie gar nicht. Und mit der Bedienung halt. Na, kommst du bitte mal rein? Oh, was? Ich kann die Mauer kaputt fahren. Ist ja extravagant. Halt den Wagen auf. Ja, kriegen wir hin. Oh, ich glaube, die ballern ordentlich auf mich. Oh, aber, ey, ganz ehrlich, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Ich möchte erstmal das jetzige Video, damit beenden. Aber, nach dem ersten bisschen Spielen hier
mein Resümee mega genial. Richtig cool. Gibt auf jeden Fall weitere Videos. Bis dann. Ciao, ciao.